Du trägst schon jahrelang eine Brille und plötzlich merkst du, dass sich deine Sehkraft mal wieder verschlechtert hat, dass du jetzt auch Probleme hast, in der Nähe scharf zu erkennen. Du warst vielleicht auch schon beim Optiker, der hat dir mal wieder gesagt, ja, da müssen wir natürlich eine neue Brille machen. Und du bist vielleicht diesen Kreislauf satt und du bist vielleicht auch auf der Suche nach einer Lösung, wie man eben entsprechend seine Sehkraft auch schützen kann und langfristig verbessert und das möglichst schnell und effektiv. Dann zeige ich dir heute mal einige Geheiminformationen, die du wahrscheinlich so bei keinem Optiker oder auch bei keinem Augenarzt bekommen wirst. Denn leider beschäftigen sich die wenigsten Augenärzte oder auch Optiker mit dem Thema der Augengesundheit. Das einzige Allheilmittel tatsächlich, was immer angesehen wird, ist die Brille. Ja? Aber wenn wir uns mit der Brille mal beschäftigen, die Brille ist eine Symptombehandlung. Ja? Sie ändert ja an unserem Körper nichts. Wir setzen die Brille auf und wir können erstmal im ersten Moment wieder ein bisschen besser gucken. Aber am Ende wirkt sich das kein bisschen auf die wirkliche Ursache unseres eigentlichen Sehproblems aus. Und wenn du das, wie gesagt, satt hast, dann herzlich willkommen hier. Du bist auf dem richtigen Kanal gelandet, zum richtigen Video. Ich möchte dir heute konkret einige Tipps mit an die Hand geben, wie du schaffen kannst, deine Sehkraft zu schützen, zu retten. Egal in welchem Alter du bist, egal wie lange du schon eine Brille trägst und auch egal wie hoch deine aktuelle Dioptrienzahl ist. Und falls du mich noch nicht kennen solltest, mein Name ist Patrick von Augentrainieren. Und ich würde mich wirklich sehr freuen, dass du, wenn du den Kanal hier unterstützt, mit einem Daumen nach oben, gerne auch mit einem Abo. Das würde mich sehr, sehr freuen. Es unterstützt mich und hilft mir tatsächlich auch dabei, immer mehr Menschen zu erreichen, die eben ähnlich wie dir es jetzt geht, eine Sehschwäche haben und sie endlich loswerden wollen. Und heute möchte ich dir mal zeigen, was du konkret machen musst, wenn du beispielsweise schon lange eine Brille trägst und jetzt gemerkt hast, mal wieder hat sich deine Sehkraft verschlechtert und die einzige Antwort beim Augenarzt oder auch beim Optiker ist, ja, du brauchst eine neue Brille. Und leider ist es so, dass immer mehr Menschen heutzutage eine Brille tragen. Liegt zum einen natürlich daran, dass wir heutzutage ganz andere Gewohnheiten haben und verbringen einfach viel Zeit vor unserem Handy, vor unserem PC vielleicht oder am TV. Ja, also es gibt wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, wo wir vor Bildschirmen sitzen oder vielleicht liest du auch viel und dadurch ist deine Sehschwäche entstanden. Fakt ist auf jeden Fall, du schaust zu selten in die Ferne. Aber nicht nur solche Gewohnheiten gehören dazu, sondern auch unsere Ernährung. Ja, unsere Ernährung heutzutage, wir haben Ernährung im Überfluss, aber letztendlich sind wirkliche Vitamine und Mineralstoffe nicht mehr so komplett vorhanden. Also auch wenn man sich gesund ernährt, hat man trotzdem viele Defizite, was sich eben auf unseren gesamten Körper und auch, wie gesagt, auf unsere Sehkraft auswirken kann. Und ab ein Alter von ca. 40 Jahren haben wir dann nochmal das Problem der Altersweitsichtigkeit. Sprich, wir sind unser ganzes Leben lang kurzsichtig. Ja, ist tatsächlich im Übrigen auch die häufigste Sehschwäche. Und ab einem gewissen Alter fängt dann auch noch das Problem in der Nähe an. Ja, also sprich, unsere Arme werden immer länger, wir können im Nahbereich immer weniger erkennen. Und das nennt sich, wie gesagt, Altersweitsichtigkeit. Und das beginnt, wie gesagt, ab einem Alter von 40 Jahren. Ja, so ungefähr ein bisschen davor, ein bisschen danach kann das auftreten. Und es gibt, wie gesagt, nicht nur eine Sehschwäche, sondern mehrere und es gibt auch eine Kombination aus mehreren Sehschwächen. Und ich möchte dir jetzt mal konkret zeigen, wie du diese Sehschwäche loswerden kannst. Dazu müssen wir erstmal verstehen, wie unser Auge funktioniert. Dazu habe ich dir mal ein Modell mitgebracht. Und du siehst schon, unser Auge ist im Prinzip auch nur ein Muskel. Ja? Wir haben hier verschiedene Muskelgruppen, die eben dafür zuständig sind, dass wir in jede Richtung mal etwas gucken können. Und jetzt ist es so bei einer Altersweitsichtigkeit, dass unsere inneren Augenmuskeln, also die hier in der inneren Seite, ja, die können nicht mehr so gut nach innen drehen. Ja? Und dadurch ist dieser Fokussierpunkt, der quasi hier direkt vor uns liegt, der wird immer mehr in die Ferne verschoben, weil unsere Augen im Prinzip sich nicht mehr komplett nach innen drehen können, sondern nur noch etwas und im schlimmsten Fall sogar gar nicht mehr. Und deswegen entsteht eben der Fernpunkt immer weiter in der Ferne und wir haben Probleme, in der Nähe zu gucken. Sollte es jetzt so sein, dass du beispielsweise kurzsichtig warst dein Leben lang, also sprich Objekte in der Ferne nicht so gut erkennen konntest und jetzt kommt noch die Altersweitsichtigkeit dazu, dann natürlich hast du ein Problem, dass du auf vielen Bereichen ein unscharfes Blickfeld hast. Und je nachdem, wie stark deine Dioptrienzahl ist, also es gibt ja verschiedene Kategorien von 2-3 Dioptrien, vielleicht zu 5-6 Dioptrien, vielleicht ordnest du dich dazwischen ein oder vielleicht bist du auch am ganz anderen Ende, vielleicht bei 8-9 Dioptrien, das kann auch schon mal sein. Und je nachdem, wo du dich dort einsortierst, hast du vielleicht mehr oder weniger Hoffnung, dass du mit Hilfe des Augentrainings deine Sehkraft noch verbessern kannst. Aber ich kann dir eine Sache verraten, egal wie lange du eine Brille trägst, egal wie hoch deine Sehschwäche ist und egal in welchem Alter du dich befindest, du hast auf jeden Fall die Möglichkeit, deine Sehkraft zu verbessern. Es ist nie zu spät und du wirst auch im höheren Alter deine Sehkraft verbessern können. Ja, es geht natürlich ein bisschen um die Strategie. Wenn du zum Beispiel kurzsichtig bist und eine Altersweitsichtigkeit hast, dann solltest du zunächst erstmal deine Altersweitsichtigkeit wegtrainieren. Das machst du, indem du Objekte wieder in die Nähe holst, diese inneren Augenmuskel trainierst, dass sich unsere Augen wieder perfekt
nach innen drehen und wir in die quasi schielen, ja, dass wir quasi wieder nach innen gucken können. So, für die Kurzsichtigkeit genau das Gleiche. Wir versuchen einmal den Nahpunkt in die Nähe zu holen und den Fernpunkt in die Ferne. Das kann man, wie gesagt, mit vielen verschiedenen Übungen machen. Mich würde es jetzt einmal interessieren, wie stark ist aktuell deine Sehschwäche? Schau also dazu am besten mal in deinen Brillenpass oder vielleicht weißt du es auch schon. Schreib es mir gerne mal unterhalb des Videos und dann kann ich nämlich für nächste Woche ein paar Übungen vorbereiten und dann zeige ich dir mir konkret, was du genau machen musst, damit du schnell und effektiv deine Sehkraft verbesserst. Für diejenigen, die nicht so lange warten wollen, unterhalb des Videos habe ich einen Link zur Verfügung gestellt, wo du dich kostenlos bei mir anmelden kannst. Dort kannst du einen Termin auswählen mit mir, wo wir einfach mal sprechen, welches Sehproblem hast du überhaupt, wie kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Und da besprechen wir uns einfach mal ganz kurz und knapp, welches Problem hast du überhaupt, wie kann ich dir mit Hilfe des Augentrainings weiterhelfen. Und da gebe ich dir konkret schon mal ein, zwei Tipps mit auf dem Weg und wie du auch direkt mit dem Augentraining starten kannst. Okay? Ansonsten, wie gesagt, würde es mich auch sehr freuen, wenn du den Kanal hier abonnierst, Daumen nach oben gibst, schreib mir in Kommentare, schreib mir, wie hoch deine aktuelle Sehschwäche ist und dann werde ich dir entsprechend ein paar Übungen zusammenstellen, wo wir gemeinsam dann ein paar Übungen machen können. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, bis nächste Woche, dein Patrick, ciao.